Da HSV Neudorf wollte sich in der 21. Spielrunde in Oslip für die 3:5 Heimniederlage revanchieren, als man nach einer 3:0-Führung das Match noch aus der Hand gab. Und so sahen die Zuschauer von der ersten Minute an ein offensives Spiel mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten, bei denen sich auch immer die Torhüter gekonnt in Szene setzen konnten. Die vorerst ohne den angeschlagenen Erik Divolit, ansonsten aber mit der stärksten Elf angetretenen Neudorfer, hatten in der ersten Spielhälfte mehr vom Spiel und konnten eine der Chancen noch vor der Halbzeit zum 1:0 nutzen. Als nach einem schnellen Zuspiel von Robert Losic der Goalgetter vom Dienst Alexander Lex Richtung Tor zog und eiskalt verwertete. Nach der Pause kamen die Oslipper immer besser ins Spiel und nach einer Standardsituation kam ein 16-jähriger Nachwuchsstürmer alleine vor Goalie Viktor Dovic an einen Stangelpass und verwertete zum 1:1. In der 75. Spielminute kam dann Erik Divolit für den angeschlagenen Christian Neurauter ins Spiel und konnte so vom Spielfeld aus das muntere Chancenvergeben beobachten. In der 86. Minute dann der große Schock für den ASV und die mitgereisten Zuschauer. Während Ilja Dramac ein Out reklamiert, leistet sich die Verteidigung die einzige Unachtsamkeit im Spiel und kann einen Oslipper Stürmer nicht am Torschuss hindern. 2:1. Doch die Neudorfer gaben nicht auf. Alles, was noch gehen konnte, sogar Goalie Viktor Dovic, versammelte sich bei einem Freistoß von Stefan Mikula im Strafraum und Erik Divolit schaffte das sensationelle 2:2. Danach war Schluss und beide Mannschaften freuten sich über einen gewonnenen Punkt.